Hey Leute, da sind wir wieder bei Mass Effect Andromeda. Ich bin gerade hier dran vorbeigefahren und hier ist irgendein roter Punkt. Da würde ich einfach mal gucken, was das sein könnte. Achso, das ist der... Ja, okay. Dumm von mir. Ziemlich dumm von mir. Hier haben wir noch Überreste. Ja, Überreste sind sehr toll, denn Überreste resten immer über und nicht unter, denn sonst wären es ja Unterreste. Wir können jetzt mal bei Advent vorbeischauen, weil bei denen haben wir jetzt noch nicht das gemacht, was wir machen sollten. Mal gucken, müssen uns ja jetzt eigentlich hassen, oder? Ey, na Jungs, alle klar bei euch? Ich hab grad nicht das gemacht, was ihr wolltet. Unsere Messung hat ergeben, dass der Wasserspiegel wieder gesunken ist. Ich musste eine Entscheidung treffen. Tut mir leid. Schon klar. Globale Erwärmung ist schlecht. Aber jetzt müssen wir wegen des Wassers verhandeln. Wir können der Nexus nicht entgehen. Okay, böse sind sie nicht auf uns. Ich gehe jetzt. Viel Glück da draußen. Okay, trotzdem nett von denen. Klimaerwärmung ist nicht geil, sagt er selber. Okay, wir müssen jetzt einfach bloß geradeaus, um irgendwas zu tun. Gerade eben noch gewusst und jetzt schon wieder, was müssen wir machen? Oh oh. Da müssen wir ganz langsam runter, ganz langsam runter. Setzt uns nämlich wieder zurück. Darauf hat keiner Lust. So. Sie brauchen einen neuen Unterzieher, Cora. Die Farbe passt nicht. Wie bitte? Die Farbe. Dieses Modell wurde in einer Doku über den Erstkontaktkrieg gezeigt. Und ExoRight hat die Produktlinie umgefärbt, damit sie dazu passt. Aber sie haben als Referenz dafür das Plakat benutzt. Damit der Farbton wirklich stimmt, muss er heller sein. Ich wähle meine Ausrüstung nicht auf der Basis fiktionaler Landungsschiff-Rettungsmissionen aus. Ich habe nicht gesagt, in welcher Szene das vorkommt. Mein Angebot steht. Okay, Unterzieher, keine Ahnung, was sie damit meinen. Ich habe erst gedacht, die brauchen eine neue Schlüpper. Cora braucht eine neue Schlüpfer. Super Folgentitel. Okay, da fackelt gerade alles ab. Wollen wir einfach rinrennen mit unserer geilen Machete? Warte. Nee. Nee. Da. Ach, die ist schon geil. War zwar ein bisschen riskant, aber es war gut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Einfach alle weggeknüppelt. Guck mal da. Sind das auch Geräte? Was hat das denn in einem Cat-Lager zu suchen? Dem Schaden nach zu urteilen, haben die Cat Daten extrahiert. Dieser Kern ist zu stark beschädigt, um feststellen zu können, was sie erhalten haben. Dann müssen wir eben noch mehr finden. Und die nächste Quest. Das ist sehr schön. Ja, dann gehen wir einfach mal hier lang weiter. Und dann können wir gucken, was wir uns sonst noch holen. Schnellen Antrieb. Bam! Losdüsen. Und rüber. Und rüber. Und abfedern. Warum sollte ich den Moment verlangsamen? Eine Idee des Bürgermeisters. Weil wir weitermachen müssen. Politiker. Stets hilfreich. Hat er recht. Entspricht das hier dem, wofür Sie sich gemeldet haben? Es ist das, was wir haben. Ich hatte auf eine andere Antwort gehofft. Helfen Sie einfach, Ryder, und machen Sie weiter. Mehr können wir nicht tun. Okay, was sind denn die für eine komischen Geräusche? Ja, aber überall, ne? Das sind eine ganze Menge Cat-Signale. So gerade ziemlich viel Cat-Technik unterwegs, möchte ich sagen. So, jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt hingefahren sind. Okay, alles noch richtig. Nicht, dass wir hier außer den dahin fahren oder hier zu den Cat. Das wollen wir ja noch gar nicht. Wir sollten vorsichtig sein. Ey, du, ich hab kein Problem mit den Cat. Mach mal irgendwie platt. So, hier können wir jetzt wieder gucken nach einer kaputten Sonde. Die Cat müssen einfach überall ihre Spuren hinterlassen. Wir werden Eos ein für alle Mal von den Cat befreien. Das erinnert mich an dieses eine Gedicht. Einsamer und ebener Sand. Quatsch, falscher Knopf. Der Knopf. Und die Drohne setzen. So, 4 von 6. Was haben wir hier als nächstes? Hier können wir noch eine Quest abholen.
Der wäre wo der Punkt? Hinten. Na, mal gucken, was wir hier finden. Außer Cat. Unser Freund hat aus einem Cat-Bunker angerufen? Wir wissen nicht, ob er ein Freund ist. Okay, die Schrotflinte ist schon mal am Start. Taschenlampe? Keine Taschenlampe. Na, wen hatten wir denn da? Freut mich, dass Sie sich entschieden haben, hier aufzukreuzen. Ist das Ihr Werk? Darauf können Sie Ihren Arsch verwetten. Mein Name ist Bane Massani. Die Kettjagd ist so eine Art Hobby von mir. Hieß Said nicht auch Massani? Wir sollten einen Verein gründen. Dafür ist Eos der ideale Ort. Dieser Planet ist ein Kettmagnet. Ich habe sie aufgespürt und einige Orte markiert, die man ins Visier nehmen könnte. Sie haben das Kronjuwel zwar schon ausgeschaltet, aber diese Bastarde haben hier noch andere Stellungen. Und wenn Sie Ihren schicken neuen Außenposten beschützen wollen, sollten Sie sie besser auslöschen. Es gibt nichts, was ich für die Sicherheit von Prodromos nicht tun würde. Freut mich zu hören. Ich schicke Ihnen die NAV-Punkte auf Ihr Universalwerkzeug. Letzten Endes werden wir auch Ihr Kronjuwel angreifen müssen, Ihre Hauptbasis. Aber ich glaube nicht, dass Sie dafür schon bereit sind. Ich werde mir erstmal die kleineren Ziele vornehmen. Kluger Junge. Viel Spaß auf der Jagd, Pathfinder. Massani. Ich bin der Meinung, Said hieß auch Massani. Ich gehe mal davon aus, dass Sie in der Milchstraße kein Kettjäger waren. Nein, ich habe im privaten Sicherheitssektor gearbeitet. Die Bezahlung war gut, aber der Job hat mich gelangweilt. Dann hat mir ein Kumpel von der Initiative erzählt. Und ich dachte mir, das wäre doch ein Wahnsinnsabenteuer. Sind Sie gemeinsam mit Ihrer Familie hier? Scheiße, nein. Meine Mutter ist gestorben, als ich noch ein Kind war. Und meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Er soll angeblich ein Spitzensöldner gewesen sein. Aber alles, was ich von ihm habe, ist sein Name. Sonst nichts. Der wäre? Sie sind nicht mit Bradleys Team nach Eos gekommen. Nein, ich bin einer von Tans schrecklichen Exilanten. Ich habe die Nexus nach dem Aufstand verlassen. Seitdem hüpfe ich von Planet zu Planet und jage Cat. Ich weiß ja nicht, ob irgendjemand die Cat mag, aber Sie scheinen sie richtig zu hassen. Was soll ich sagen? Sie sind hässlich und ich bin ein Mann der Ästhetik. Ist dein Vater Said? Wieso haben Sie sich dem Aufstand angeschlossen? Mir hat nicht gepasst, dass Sie Gott gespielt haben, indem Sie darüber entschieden, wer wann geweckt wird. Also habe ich einen auf Meuterer gemacht und als die Sache schiefgelaufen ist, bin ich meiner eigenen Wege gegangen. Sie wollten nicht bei den anderen Exilanten bleiben? Ehrlich gesagt sind die meisten Exilanten Arschlöcher. Und zwar nicht von der liebenswerten Art. Haben Sie irgendeine Idee, warum die Cat so an Eos interessiert sind? Meiner Erfahrung nach gehen sie überall dorthin, wo es diese komischen Bauwerke gibt. Keine Ahnung warum. Ich habe aufgehört, mir den Kopf über diese verdammten Dinger zu zerbrechen. Es ist besser, ihnen einfach eine Kugel in den Schädel zu jagen. Warte, nochmal die Geschichte. Ich gehe mal davon aus... Nein. Dann hat mir ein... Sind Sie gemacht? Er soll angeblich ein Spitzensöldner gewesen sein. Aber alles, was ich von ihm habe, ist sein Name. Sonst nichts. Spitzensöldner. Said war ein verkackter Söldner. Passen Sie auf sich auf, Massani. Das habe ich vor. Ah, verrat mir den Namen deines Vaters. Was für ein Tag, hm? Nein, du sagst mir nicht den Namen deines Vaters. Passen Sie auf sich auf, Massani. Das habe ich vor. Aber er hat eine Quest für uns, richtig? Okay, da kann ich was scannen, aber das ist nicht das, was ich wollte. Was ist denn das für eine Quest, was er für uns hat? Oder hat er eine Quest für uns, wenn wir alles andere weggeknüppelt haben? Was für ein Tag, hm? Ihre Geschichte, Eros, die Cat, bringt mir alles nichts. Passen Sie auf sich auf, Massani. Ja. Na gut, dann haben wir da jetzt erstmal keine Quest. So, wir haben die Quest, aber wir können sie noch nicht irgendwie betätigen, benutzen, keine Ahnung was. Achso, Bane Massani weiß von verschiedenen Orten auf Eros, Cat, bla 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 bla. Also ist die Quest zwar schon am
Start. Aber irgendwie wissen auch keiner davon. So, dann glauben wir einfach mal, dass das hier drin ist. Was kann ich hier machen? Eine Konsole anmachen. Ist anscheinend gerade ein fetter Kampf, aber keiner will uns töten, deswegen bleiben wir ganz ruhig. Nicht angreifen, nicht angreifen, nicht angreifen. Jetzt kannst du mich angreifen. Angesichts der starken Kämpfe auf Eos würde ich Ihnen zustimmen, Pathfinder. Wir müssen einfach weiterhin alle abschalten, die wir kennen. Ja. Die Kaserne zerstören? Die hier? Kennen, dann knüppel ich hier alles weg, was geht. Krieg er wohl hin. Ist der hin? Und der steht nicht mehr auf. Die wollte ich ja gerade abhauen, aber wenn jetzt noch weitere Leute hier kommen, dann machen wir die natürlich auch fertig. Da habe ich kein Problem mit. Ich hatte hier gerade noch was rumlaufen sehen. Ich sehe auch noch die Pünktchen auf meiner Karte. Ey, Typ. Ein Bäumchen ans Arsch. Ins Arsch. War voll ins Arsch. Was war denn da gerade? War da gerade auch irgendein Tier? Ist noch einer? Ist noch einer? Da sind noch drei. Die Geräusche machen mir irgendwie fertig. Kann auch nicht Judith sein. Hoppa! Okay, die sind unter mir. Meine Überraschung ist einfach von hinten. Oder auch nicht. Weil wer hat, wenn ich sie von hier überrasche? Wenn ich wissen würde, wo die sind. Okay, sollen hier sein, sind aber irgendwie nicht da. Segnet richtig. Anscheinend segnet richtig. Ha. Ich meine, hier kann man keine Tür aufmachen. Da kann man auch keine Tür aufmachen. Das Ding ist kaputt. Dann eben nicht. Dann geht zurück zu meinem Shuttle. Zu meinem Shuttle? Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Den hier. Den guten Herren. Wenn jetzt dahin für uns. Nee, nix feindesig. Das ist nichts. Die Gurken hier unten drum. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber erstmal gucken, was wir hier hinten haben. Oh yeah. Marco. Wer? Gut genug. Das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber wir versuchen es nochmal. Oh, hoppa. Ne, definitiv nicht. Da sagt er, nee, nicht mit mir. Dann fahren wir lieber hier den Weg lang. Da sieht es doch freundlicher aus. Das ist der letzte Ort. Echt? Wo denn? Da hinten nicht. Hier sind bloß Cat. Wir nähern uns der Kaserne. Bleiben Sie wachsam. Hier sollten weniger sein als in der Basis. Das ist aber kein Grund, übermütig zu werden. Oh doch, das ist ein Grund, übermütig zu werden. Wir zermanschen jetzt alles, was hier rumläuft. Puh. Okay, vielleicht doch nicht. Ah. Mortal Kombat! Kennt er, kennt er, kennt er? Wer kennt's nicht? Das ist ein Datenpad. Ich lese es einfach mal. Alle schießen sich die Birne weg, aber ich lese erstmal. Bericht von Invictor. Kommentar. Ich werde es nur einmal sagen. Konzentrieren Sie sich auf die neuen Aliens, die eingetroffen sind. Außenweltbefehle sind mir egal. Für mich ist offensichtlich, dass die alte Tech uns nicht gegeben wird und kann, was wir brauchen. Ganz egal, was, wie viel von euch noch verborgen ist, davon noch verborgen ist. Aber die neuen Kümmlinge haben Technologien, die wir verstehen und einsetzen können. Und vielleicht sind sie auch für die anderen Anwendungen geeignet, wenn wir die Antworten von ihnen zurückbekommen. Zurückkommen, dient mir das als Unterstützung, bla 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 bla. Antworten zu der alten Tech dienen nur der Ordnung, die wir bereits haben. Wer meinen Aufstieg nicht unterstützt, den mache ich zum Sammel- und Studienobjekt. Ende des Berichts. Wahrscheinlich vom Bericht von Invictor. Letzte Befehle. Okay, sagt mir jetzt nicht so viel. So, guck mal hier. Nehmen wir die. Das ist eigentlich schon ziemlich arm, dass sie... dass sie keinerlei Türen öffnen können, sondern sich andere Wege suchen. Okay, weg.
Und du auch weg. Ich denke, das war der letzte. Nicht schlecht, kleines Entchen. Gar nicht schlecht. Das ist ohne Zweifel der schlimmste Spitzname von allen. Hat er recht. Hat er leider sehr, sehr recht. So, wir gucken trotzdem noch, was hier alle drin ist. Denn in dem anderen konnten wir gerade was kaputt machen. Vielleicht haben wir hier auch die Chance, irgendwas zu zerhacken. Ein Behälter. Okay, können wir mitnehmen. Hier, Terminal. Abspielen, Audiolog. Ich bin Invictor. Dieses ist anders. Exoskelett. Dextroproteinbasiert. Sie haben mir überhaupt keine Fragen gestellt. Weißt du, wie viel Kraft genau erforderlich ist, um deine Thermalplatten abzulösen? Das dachte ich mir. Der Typ ist hier der Anführer? Scheiße. Hört sich an wie ein Luffy. Sie haben unbenutzte Fähigkeitspunkte. Echt? Dann gucken wir mal. Wir ballern weiter was in Kampf drin. Plus 2 Energiekernkapazität. Schaden pro Sekunde. Hier Kapazität. Umso mehr können wir werfen. Ja. Initiative Elite-Soldat freigeschalten. Profilsoldat ist jetzt auf Rang 4. Mit den Profilen habe ich immer noch nicht ganz gerafft, dass das hier war. Ich weiß ja nicht, ob wir das hier jetzt so hochpumpen können und dann tauschen wir das einfach irgendwie auf Techniker. Und also quasi, wenn wir das jetzt durchspielen auf Soldat und dann nochmal durchspielen auf Techniker, dass wir dann beim nächsten Durchspielen zwischen Techniker und Soldat wechseln können. Das wäre möglich, oder? Denke ich jetzt. Sicher bin ich mir nicht. 3 Punktsatz, den kriegt sie in Sturmangriff. Ganz easy. Dann sind die. Ah, nein, 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 nein. Dann sind die nämlich weg? Und sie freut sich. Leben müsste 2 haben. Und kann sie in Überlastung eh drin stecken. Ist nicht viel, aber immerhin besser als ja nichts. So, quasi da, wo wir 5 Punkte kriegen, haben die bloß 2. Ist ein bisschen gemein, aber ist ja auch egal. Wir sind der Anführer. Wir haben das verdient. So, na denn sollen wir jetzt wieder zu Captain Said zurück. Von dem wir kennen, wie es wer ist. Weitermacht, Dünen. Dümmster Name ever. Ui, so, da sind wir. Das Ding schießt ja halt raus. Kann ich da echt durch? Okay. Ey, wir sind wieder da. Sag mir jetzt, wer dein Vater ist. Arbeiter draußen, Pathfinder. Deshalb wollte ich Ihnen auch nochmal persönlich dafür danken. All diese Kette zu erledigen, war eine echt beeindruckende Leistung. Die Bastard haben es verdient. Was soll ich sagen? Ich stehe einfach drauf, den Kette in den Arsch zu treten. Ein Mann ganz nach meinem Geschmack. Aber Sie sind wohl kaum so weit gefahren, nur um sich von mir den Arsch küssen zu lassen. Hier, Ihre Belohnung. Freut mich, dass es auf der Nexus doch nicht nur Stümper gibt. Du willst jetzt nicht sagen, passen Sie wer auf was auf, ist? Masani. Das habe ich vor. Alter, du bist definitiv der Sohn von dem. Und jetzt hat er schon wieder ein Ausrufezeichen. Das geht doch nicht. Ich will nicht, dass er ein Ausrufezeichen hat. Jetzt sind wir schon wieder eine Stunde auf, Dings aufgestiegen. Ha. Passen Sie auf sich auf, Masani. Das habe ich vor. Das nervt mich. Soweit wird wahrscheinlich auch ewig nicht behoben werden. Ich will, wenn ich Quests habe, alle erledigen. Und wenn dann so ein Ding vor mir noch offen steht, das geht ja nicht. Sieg über die Cat. Was haben wir hier? Wieder schaffen verschwundene Vorräte. Siehst du, stimmt. Die hat, davon hat er erzählt. Haben wir uns aber nicht drum gekümmert. Heißt für uns wieder zurück. Über die Tiere Bericht erstatten. Optional andere Städte untersuchen. Andere Städten, nicht andere Städte. Wir wieder hier hin. Also mache ich gerade eine optionale Mission. Kann das? Hier ist nicht unbedingt der klassische Weihnachtsplanet. Sobald wir wissen, was für Jahreszeiten es hier gibt, wird es auf Eos auch Feiertage und Urlaube geben. Ich versuche mir vorzustellen, was alles möglich wäre. In 50 Jahren machen die Leute hier vielleicht Ferien am Strand. Die Viecher Bums. Sind erledigt. Aber wie es aussieht, sind diese Kisten genauso leer gefressen wie die anderen. Pathfinder, durch die Untersuchung der Vorratslieferungen konnte ich einen möglichen Ursprung der Manipulationen ermitteln. Okay,
Der Nachpunkt eines Verstecks. Sehen wir doch mal nach, wer seine Diebstähle derart umsichtig geplant hat. Okay, wo will er uns jetzt hinschnüffeln? Erinnerungsauslöser und da ist das Versteck, ja. Und noch eine Drohne. Dann holen wir uns zuerst mal das da. Ich habe die Position. Ja, er hat sie markiert, Pathfinder. Alles klar, dankeschön. Okay, dann gucken wir jetzt, wie wir da jetzt am besten hochkommen. Mit ein bisschen Glück hier. Haben das alles die Cat gebaut? Ah. Sie haben hier nicht bloß eine Basis. Das ist ein ganzer Stützpunkt. Okay, das ist ein ganzer Stützpunkt, sagst du? Aber wenn... Na gut, hier ist jetzt das Versteck drin. Dann nehmen wir doch zum Versteck. Was soll's? Obwohl das Versteck hier wahrscheinlich auch oben ist. Müssen wir uns mal hier durchsuchen, umgucken, was hier alles versteckelt ist. Ja, da haben wir es. Kommen Sie nicht näher, Pathfinder. Sonst eröffnen wir das Feuer. Wenn Sie diejenigen sind, die diese Diebstähle der Vorratskisten verschleiert haben, glaube ich nicht, dass Sie einen Kampf wollen. Nehmen Sie die Waffen runter und lassen Sie uns reden. Verdammt. Wir erwarten Sie. Sehr schön. Seid ihr advanced? Dass Sie sich für eine friedliche Lösung entschieden haben. Wer sind Sie? Chase Gagner. Ich war früher beim Wartungsdienst. Hören Sie, Sie hatten recht. Wir wollten niemanden verletzen. Deshalb sind wir auch hierher zurückgekommen. Wir wollten keine Gesetzlosen sein. Wir haben Familie auf der Nexus. Aber wir dachten nicht, dass wir willkommen wären. Tan ist nicht gerade versöhnlich und vermutlich haben wir das auch nicht verdient. Wie sind Sie zu dem hier geworden? Zu was? Exilanten? Es gab keine Hoffnung. Sie müssen das verstehen. Wir dachten, wir würden alle sterben. Aber als wir verbannt wurden, haben wir erkannt, dass es noch schlimmer sein kann. Die Leute sind übereinander hergefallen. Das konnten wir nicht. Also haben wir uns hier draußen versteckt. Und wir dachten vielleicht... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Pathfinder. Sie geben zu, dass Sie Kriminelle waren. Hatten wir denn eine andere Wahl? Verbannung heißt, dass man getötet wird, wenn man wieder zurückkehrt. Aber wir konnten nicht so weiterleben. Wir sind keine Piraten. Wir kamen hierher, um etwas aufzubauen. Alles, was wir tun konnten, war zuzusehen. Zuzusehen, wie Sie etwas aufbauen. Das war zumindest etwas. Hm. Ich kann nicht zulassen, dass Sie so weitermachen. Das wissen Sie. Wir wollen überhaupt nicht weitermachen, Pathfinder. Wir haben es einfach versucht, okay? Wir haben es versucht und alles vermasselt. Das ist keine sonderlich ausgefeilte Rechtfertigung. Soll es auch nicht sein. Wir hatten Angst, wir haben schlimme Dinge getan und wir bereuen es. Kann sein, dass wir Idioten sind. Kann sein, dass wir besser nie hierher gekommen wären. Aber wir wollen daran glauben, dass es einen Weg zurück gibt. Ja, die zeigen sich ja jetzt erkenntlich, also was soll's. Sie wollen eine zweite Chance? Eine Möglichkeit zurückzukommen? Okay. Tan wird das vielleicht nicht gefallen, aber er ist nicht hier. Werden Sie damit einverstanden sein? Werden Sie es uns versuchen lassen? Prodromos weist niemanden ab, der wirklich helfen will. Mir fehlen die Worte, Pathfinder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hört mit Danke. Dann machen Sie sich an die Arbeit. Über die Schmuggler Bericht erstatten. Kriegen wir hin. So, jetzt können wir noch mal gucken. Erinnerungsmatrix. Cat. Aufgabe Drogendingenskirchen. Ah, das nervt mich, dass wir das nicht hinkriegen. Aber gut, daran dürfen wir uns jetzt nicht stören. Dann steigen wir mal kurz ein. Nomad betreten, bitte, danke. Dann gucken wir, ob wir hier jetzt gleich an die Erinnerungsmatrix rankommen. Die müsste ja hier ungefähr auf der Höhe sein. Jo, da vorne leuchtet sie. Okay. Und runter hier. Noch ein eidetischer Auslöser, Sam. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf dem Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Das dachte ich mir.
Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss für heute und dann jetzt nächstes Mal weiter mit den restlichen Drohnen. Wir werden uns den Punkt noch holen. Wir fahren zum Fragezeichen eine Runde rum und dann jetzt langsam wieder zurück nach Prodomus, weil wir da wunderbar zu tun haben. Verzeihung. Gut, danke fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Auf Wiedersehen.